Die Granden sind hier in Al-Anfa zugange und die werden von mir hoch respektiert. Nichts außer der Patriarch liegt über den Granden. Ja, sie schlägt direkt an Borons Rat. Aber es hat sich ein neuer Krieg aufgebahnt. Und es ist nicht gegen die Novadis, nicht gegen die Torvaler, sondern gegen die Dämonenbündler. Und denen habe ich meine Abalone in die Hände gelegt. Gegen die werde ich antreten. Im Dienste von Kapitän Abelmir Yamorenes. Herr Morasia. Ja, das ist ja sicherlich schön idealistisch, eh? Wo ist euer Patriotismus, eh? Mein Herz schlägt immer noch für Al-Anfa. Ich sehe hier keine Dämonen. Hier nicht. Nein, davon sind wir in unserer schönen Stadt noch weit entfernt. Aber an der Ostmeerküste, dort ist das Problem aufgetaucht. Nun, einigen bekannten al-anfanischen Namen. Aber reden wir nicht über das anbahnende Übel am Osten. Reden wir darüber, was wir hier in der Stadt wollen. Wir wollen uns Mittel organisieren und al-anfanische Hilfe, um gegen jene Dämonenbündler vorgehen zu können. Denn die al-anfaner sind immer die fähigsten Leute, die je zu gesegelt sind. Tja, das scheint wohl so. Nun, das Haus Zornbrecht ist natürlich das Reichste und das Einflussreichste. Ich bin mir nicht sicher, ob Nareb euch empfangen wird, aber ich würde euch raten, dass ihr zumindest bei uns vorstellig werdet, Also gut, ich lasse euch rein. Wir ziehen euch vor die anderen Händler und ihr müsst uns nur lächerliche 20 Dukaten geben, Aber mir bezahlt die Frau. Nun, ich denke, das lässt sich machen. Reicht ein Wechselschein? Über 20 Dukaten. Zieht eine Augenbraue nach oben. Nun ja, ich könnte euch was in Bar geben, aber wenn ihr es wünscht. Ja, mit solchen kleinen Beträgen, aber nun gut, den verliert man nur irgendwie. Gib dir mir einfach. Sie wischt sich ihre fettigen Finger so ein bisschen an ihrer Seidenbluse ab und gibt dir dann einen Stift. Ja, vielen Dank. Ja, so. Hier. Na, also gut, dann werde ich den Inspektores mitteilen, dass ihr direkt den Hafen passieren könnt. Wie groß ist euer Schiff? Ja, das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Oh, eine winzig kleine 500 Quader Königsschiffone. Dann werde ich euch 4 Buxia-Schienackeln geben, ja? Ihr solltet reichen. Also gut, dann, der Regen wird bald wieder aussetzen. Sollte der Regen wieder, haben wir klaren Himmel, dann sag ich den Schienackeln, sie sollen los und euch ziehen. Eine Freude, mit euch Geschäfte zu führen, Grandessa. Ja. Pass auf, wohin ihr geht, Monterey. In der Heimat immer. Voltax, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, es war glücklicher Zufall, dass wir auf euch getroffen sind. Ich habe noch nicht genau verstanden, warum ihr eine Basaltfaust dabei habt. Weil wir seine Brüder sind und er unsere. Erinnert ihr euch noch an diese kleine Geschichte da im Norden mit diesem untoten Drachen? Davon habe ich nicht gehört. Ach, war auch nichts Großes. Ein untoter Drache und der Patriarch hielt es damals in seiner Weisheit für dein Boransrad schlagen, für notwendig, diesem Übel ein Ende zu setzen, diesem Frevel an Boron. Ah, das war etwas von diesem Barbarat, oder? Ja, mir. Ist auch nicht mehr wichtig. Ist auf jeden Fall tot, der Drache. Und seitdem bin ich öfter mal im Norden unterwegs. Ihr könnt euch das ja sicherlich vorstellen, da keine Granden sind, bekommen die ihre Probleme alleine nicht in den Griff. Ja. Wenn du jemanden nicht töten kannst, dann befördere ihn. Ich verstehe. Ja. Diplomates. Gut. Dann, wie gesagt, Regen sollte bald aufhören. Ihr wisst das ja sicherlich, Diamantes.
und die Schinackeln, da werde ich anweisen. Saku, Hafenmeisterin, welches Hotel könnt ihr empfehlen in der Stadt? In der Stadt? Das hängt natürlich von eurem Säckelchen ab, aber wenn ihr alles mit einem Wechsel bezahlen wollt, dann wird man euch dort ebenso ansehen. Vielleicht solltet ihr vorher in der Bank einmal vorbeisehen und in Diamanten eintauschen, ey? Nun ja, das wäre eine gute Idee. Nun, welches Hotel könntet ihr für den höheren Standard empfehlen? Wahrscheinlich Hotel Perle von Alanfa, das liegt direkt neben den Palikan-Thermen. Ah, ich vermute, in der Mitte der Stadt ist diese, oder? Etwas im Südosten von dem Bazar, von dem Sklavenmarkt. Dem kleinen Sklavenmarkt, nicht der große. Nun, ich denke, das wird sich finden lassen. Natürlich gibt es zwei Sklavenmärkte in der Stadt. Nee, nur den kleinen und den großen und dann den Osten und den im Westen. Wir haben noch andere, die heißen dann nicht mehr Sklavenmarkt, sondern Drachenmarkt oder was? Palmenpark oder so etwas, aber da werden dann auch Sklaven gehandelt. Ich hoffe, es werden Drachen dort gehandelt, die man dann später tötet. Ich denke nicht, dass es hier unten Drachen gibt, Boltax. Hier gibt es keine Drachen? Du bist nicht in der Stadt, vermute ich. Das sind ja paradiesische Zustände. Oh, habt ihr ein schönes Fleckchen Land. So, ihr könnt Jaguarfälle könnt ihr beziehen oder Obsidianschnitzereien oder exotische Vögelchen. Entweder in Käfigen oder am Spieß. Vielen Dank für eure Ausführung. Ich schiebe Voltax so ein bisschen an den Schultern vor mir her, bevor er anfängt zu sabbern. Oh, keine Drachen. Oh, Traum eines jeden Zwerges. Keine Sorge, ich bin mir sicher, in den Flüssen lebt schon irgendwas Geschupptes, das du abstechen kannst. Oh. Krokodile. Seht ihr? Warte, seid ihr sicher? Keine Alligatoren. Hm, was? Oh, nee, nichts, nur eine Gewohnheit. Ja, also dann, meine Freude, Götterfürst mit euch. Götterfürst mit euch. Und möge der Götterfürst euch alle beleuchten. Ja, und noch bevor die Tür wieder zugemacht ist, könnt ihr sehen, wie sie wohl eines der Schubladen wieder aufzieht und sich irgendwas in den Mund stopft. Das war mittelprächtig. Nun ja, es lief doch einigermaßen gut. Wieso? Ich fand auch, es war eine nette Frau, sie hat uns wichtige Hinweise gegeben. Ich denke, alles in allem eine gute Sache. Nun, andererseits stellt sie Diamantes, sagen wir, Heldenmut ein wenig in Frage. Andererseits war sie sehr darauf versessen, uns dann doch direkt an den Stück des Hauses Zornbrecht zu bekommen. Was ist Zornbrecht überhaupt für ein Name? Heißt so nicht der irgendein kleinerer König im Norden? Ihr wisst schon, wen ich meine. Es klingt eigentlich nicht sehr exotisch, oder? Eher wie etwas aus eurem Mittelreich. Klingt nach Torvalon, wenn ihr mich fragt. Für dich klingt immer alles nach Torvalon. Ihr habt noch nicht von Zornbrecht gehört. Das ist die reichste Familie im ganzen Kontinent. Ist sie tatsächlich? Ich bin mir sicher, Regulant Störrebrand hat da ein oder zwei interessante Briefe zuzuschreiben. Ich weiß, ihr habt mein Konto in Kunchom. Ihr solltet euch auf jeden Fall vor dem Zornbrecht zur Nacht nehmen. Wir haben es ein bisschen mit der Gewalt. Wie ich das verstehe, sollten wir uns vor allen Garten in Acht nehmen. Ja, aber die Zornbrechts tun euch weh, weil es ihnen gefällt. Nicht aus politischen Motiven. Viele Leute, von denen man gehört hat, sie hätten sich mit Arab getroffen, sind nie wieder aufgetaucht. Nun, wir können auf uns aufpassen. Aber ja. Sagt doch, ihr kennt die Granden alle. Unter der Annahme, dass es das Günstigste für uns ist, mit einem dieser Familien unseren Hut in den Ring zu werfen, wen würdet ihr wählen? Das kommt drauf an, wer uns überhaupt empfängt. Also stellen wir uns erstmal bei allen vor und schauen, was aus dem Baum fällt, wenn wir drin schütteln? Ja, also ehrlich gesagt würde ich erstmal die Festung besuchen. Übrigens, Abel, mir macht ihr keine Sorgen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir alle einquartiert werden. Wo? Die Heimatfeste. Ich soll auf einem Pritschenbett Platz nehmen? Er hat nie gesagt, dass es in seiner Heimatfeste Pritschenbetten gibt. Vielleicht gibt es gar keine Betten. Oh, das wäre ja wunderbar. Ein schöner, flacher Stein. Oh, gut für den Rücken. Wie zu Hause.
Aber ihr müsst zugeben, Rafim, so wie deine Brüder Abel mir behandelt haben, kann ich verstehen, dass er nicht gar so wild darauf ist. Also erstmal, Abelmir, ich habe euch doch mal gesagt, was ich im Jahr so grob verdiene. Wie viel war das? Erinnert ihr euch noch? Ja, nun ja, wir sind reich, oder? Ja, richtig, so um die 500 Dukaten. So, das tun alle meine Brüder. Wieso glaubt ihr, dass wir Pritschenbetten haben? Nun ja, ich vermute, da ist eine Garnison, eine Kaserne, die ja. Sind normalerweise nicht besonders komfortabel. Nun, Schloss Gerwaldsruhe war auch mal eine Garnison und trotzdem war halt die Kaiserin teilweise dort und das ist sehr komfortabel, wie ich euch sagen kann. Nun, ich vermute mal, die Kaiserin wird nicht in Lalanfa in einer Kaserne residieren, nicht wahr? Was wäre denn mit folgendem Angebot? Ich führe euch erstmal hin, dann schauen wir sie uns an und dann könnt ihr meckern. Und dann können wir noch entscheiden, ob wir dort oder woanders residieren. Ja, richtig meckern, wie gesagt. Wir können uns glücklich schätzen, überhaupt in die Nähe der Feste zu kommen. Die meisten ist der Zutritt dort untersagt. Ja, ich musste relativ viele Gefallen einfordern, dass ihr die Feste betreten dürft. Wirklich? Denn für mich sah es aus, als hättest du deinen beiden Brüdern am Anfang am Eingang gesagt, wir machen das und die haben gesagt, jo. Ja, weil ich das vorher mit dem Großmeister besprochen habe. Das ist der Anführer von uns. Oh, sehr vorausschauend, Rafim. Sehr vorausschauend. Und ja. Und wenn der das sagt, dann machen wir das. Nun ja, lass uns einmal erst einmal unser Schiff in den Hafen bringen und dann sehen wir weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr das gar nicht wertschätzt. Aber gut. Doch, ich bin sehr gespannt auf deine Heimatfeste. Danke, wenigstens einer. Nun ja, ich habe schon diverse Kontakte mit solchen Kasernen gehabt und sie waren alle nicht sehr komfortabel. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Positiv. Ja, dann werdet ihr überrascht. Das ist doch auch schön. Wollen wir denn sonst noch irgendwas am ersten Tag machen? Habt ihr schon irgendwelche Pläne? Wollen wir uns den Sklavenmarkt anschauen? Den großen, den kleinen, den östlichen, den westlichen? Der nördliche gefällt mir persönlich am besten. Da sind die Preise nicht ganz so hoch. Ich denke, ich sollte es zu meiner Priorität machen, mich im Paras-Tempel einzufinden. Ihr wisst schon, mit den örtlichen Gewalten über die einzigartige Situation in der Stadt reden und mir ein paar Hinweise geben lassen, wie man den Frieden am besten hält. Schließlich will ich dich und Diamantis nicht vermehren. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich würde mir gerne so ein paar Obsidian-Schnitzereien anschauen. Ja, die kann man auch auf dem Sklavenmarkt kaufen, das ist kein Problem. Oh, wunderbar. Versuchst du ein Boron-gefälliges Gegenstück zu deinem Bernstein durchzufinden? Oh, das wäre eine gute Idee. Vielleicht finde ich ja so etwas. Bin mir sicher, in Lovang hätte man dazu was zu sagen. So. Apropos Boron. Vielleicht könnten wir dem Boron-Anger einen Besuch abstatten? Oder ist er außerhalb der Stadt? Nur ich denke, haltet ihr es? Ich habe darüber nachgedacht. Ach nein, lasst gut sein. Nun, ich dachte, ein exotischer Ort? Ich glaube nicht, dass Aviander zu Lebzeiten je hierher gekommen ist. Das müsste ihr doch gefallen? Nun, seid ihr euch sicher, dass sie es gewollt hätte, dass ihre Überreste an einem festen Ort bestattet werden? Nun... Hätte es ihr nicht viel eher gefallen, sie in die sieben Winde zu zerstreuen? Darüber habe ich mit Etilius gesprochen und er war völlig entsetzt. Nun... Etilius hält sehr streng an den Boron-gefälligen Begräbnisriten. Aber wissen nicht, was ihr letzter Wunsch war. Nun nein, aber sie ist im Kampf gefallen und in solchen Falle sieht die Rondra-Kirche zumindest die Feuerbestattung vor. Nun, sie war keine Rondra-Gläubige. Nun, natürlich nicht, aber wir wären wohl in unserem Recht, auf diese Weise zu bestatten. Nun, ich denke, es wäre doch eher recht, sie nach den Riten ihres Geburtsorts zu bestatten, nicht wahr? Nun... Wo ist sie geboren? Vielleicht finden wir auch einfach in Al-Anfa einen Aves-Geweihten und er kann uns ganz genau sagen, wie Aves-Geweihte in der Regel bestattet werden. Hm? Na, das halte ich für unwahrscheinlich. Das ist ein gar nicht so doofer Vorschlag.
Ihr könnt nach und nach dann wieder nach draußen treten, wenn der Platzregen aufgehört hat und das, ja, der warme Geruch hat sich mittlerweile dann auch verzogen. Wieder riecht es nach dem Staub. Und wenn ihr dann aus dem Hafengebäude heraustretet, könnt ihr auch bereits sehen, wie dort der glitzernde Silberberg im Westen der Stadt aufragt. Gerade jetzt durch den abgewaschenen Staub vom Regen glitzert er umso mehr, was euch eben noch gar nicht so sehr aufgefallen war. Die erkaltete Glut, die sich hier vor Äonen ins Meer ergossen haben muss, vom Wiesra ausgespuckt. Ja, tatsächlich eine Stadt des Todeskultes. So sehr nah an einem gigantischen Vulkan, auch wenn Boltax ihn sicherlich verehrt. Aber ihr wisst natürlich, dass ein Vulkan auch töten kann, vernichten kann. Ja, ihr könnt bereits sehen, wie sich zwei, drei Schinakeln an eurem Schiff zu schaffen machen und die Inspektoren ist bereits von dem Steg weggescheucht worden sind. Ja, die nächsten Enterhaken, die dann rübergeworfen werden, damit man dann anfängt, euch zu ziehen. Eure eigenen Segel sind eingeholt worden, unabhängig davon, dass da ein großer Horasadler drauf prangt. Die sind dann eingezogen und dann könntet ihr demnächst starten. Oh, wo ich diesen Vulkan sehe, wusstet ihr, dass es hier in der Nähe einen Vulkan gibt? Ich glaube, er ist erloschen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eine wunderschöne Vulkaninsel. Ich bin schon gespannt, ob die Häuser auch aus diesem schwarzen Stein sind. Zumindest die da drüben scheinen in den Hang gehauen zu sein teilweise. Ach, ich dachte, das wäre einfach die Felswand. Aber ihr habt recht, da sind Durchgänge. Tatsächlich ist Vulkangestein bzw. erkaltete Lava teilweise ein sehr poröses Gestein und interessanterweise manchmal hat es Lufteinschlüsse, sodass dieses Gestein sogar auf Wasser schwimmen kann. Ja. Schwimmende Steine. Sachen gibt's. Ja, aber wenn, dann wüsste Boltax sowas, also das passt schon. Nun, nein, das ist vermutlich kein so gutes Baumaterial. Naja, aber was sollen die armen Leute auch machen, ne? Also, wenn ihr wollt, können wir auch mal durch einen, nicht so schönen Teil der Stadt laufen, aber das ist dann wie ein Fassade, da wird man nur abgestochen. Dann sollten wir doch verzichten. Ihr meint versucht, abgestochen zu werden. Ja, also ich war da früher auch unterwegs. Auch zu meinen alten Zeiten. Da hätte ich so jemand wie euch direkt abgestochen. Ah, bonjour, Kapitän. Ihr seid doch der Kapitän von dieser Prachtschiff, ja? In der Tat. Ah, ein Glanzstück. Ihr seid von woher? Ich kann es in eurem Akzent nicht hören. Dürfte ich fragen, mit wem ich die Ehre habe? Ja, ich komme aus Küslik. Ich bin Jacques Cousteau. Jacques Cousteau de Küslik. Ein interessanter Name. Nun ja, ich stamme ursprünglich aus Betana, aber... Nun, wir kommen direkt aus Kunshum. Aus Kunshum? Si, Senor. Sagt mir, wie habt ihr das, wie habt ihr es vollbracht, dass ihr so schnell an die Schinake gekommen seid, Nun ja, Kontakte. Das hat sich immer aus in jeder Stadt. Sag, was kann ich für euch tun? Ich wollte nur wissen, wie ihr das so schnell an der Zornbrechter vorbeigekommen seid, Wie gesagt, Kontakte. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Wenn ihr etwas braucht, ich kann alles besorgen aus Küslik. Er greift einmal in seine Jackentasche und gibt dir eine Visitenkarte. Ah, ähnlich wie unter zivilisierten Menschen. Ah, oui, oui, Monsieur. Nun, wo kann ich euch treffen, falls ich das Bedürfnis habe, mit einem kultivierten Menschen zu sprechen? Ich bin normalerweise dann in den am Hafen untergebracht. In der Nähe vom Efferts-Tempel. Ah, ich denke, das werde ich finden. Sicher, er ist wunderhübsch. Und Kugres ist in meinen Augen etwas barbarisch, aber wer ist das hier nicht in Süden, ne? Ja. Aber sie wird wissen, wo man mich finden kann. Und dann, wenn ihr wollt, dann können wir uns auf einen Tee treffen. Ja, ich habe noch etwas zu tun, aber ich komme bestimmt auf euch zurück. Denkt daran, wenn ihr etwas braucht, dann fragt Jack. Jack, Christo, natürlich.
Houston. Aus Küßlig. Ah, aus Küßlig. Ich sagte. Jetzt muss ich wieder so viel Geld in die Hand nehmen, ne? So viele Oderstukaten. Geht dann hier vorbei. Ihr habt mir gar nicht gesagt, dass man bei euch nach Hause teilweise sehr seltsame Dialekte pflegt. Schon aus Küßlig, wie gesagt. Dort spricht man etwas nunjakizierter. Wo seid ihr nach gleich her? Aus Bitana, dort ist man etwas rustikaler, könnte man sagen. Etwas praktischer veranlagt. Nun, Bitana ist ja auch fast in den Nordmarken. Nicht annähernd, aber lassen wir das. Oh nein, das war ein Granger, oder? Ihr solltet wirklich eure Geografiekenntnisse feilen. Also, als ich an der Schule war und dort unterrichtet habe, das war ja auch im Horasreich, da hat die auch die ganze Zeit irgendwelche lächerlichen Dialekte gesprochen. Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Granger oder Zorgan, Hauptsache Almada. Ja, genau, Almada. Ich denke, ich sollte in der örtlichen Gilde vorsprechen. Man erwartet mich sicherlich, dass ich bei der örtlichen Spektralität vorspreche. Oh, ihr wart lange nicht mehr hier, oder? Ihr hattet doch vor längerer Zeit eine Expedition für die örtliche Akademie angestellt. Ja. Ihr wisst schon, das, wofür man euch dann aus der Gilde geworfen hat? Nur noch diese Wege habe ich Rafik kennengelernt und ist mir ein guter und treuer Freund. Also das ist doch mal ein Kirchenhaus, ein Ortsaustritt wert, dich kennenzulernen. Seltsam, einige Zeit nachdem ich euch kennengelernt habe, Rafim, bin ich aus meinem Orden ausgetreten. Ja, und was würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen? Das hat sich schon gelohnt, oder nicht? Nein. Ja. Ja, wir wissen doch alle, ein Stein bleibt im Kern immer ein Stein. Auch dich hat man erst nachdem du Rafim kennengelernt hast, aus der Pilzzüchtergilde ausgeschlossen. Ja, aber ist das nicht eher eine Korrelation und keine Kausalität? Ein Stein, der immer ein Stein ist, ist immer ein Stein. Da ist nichts mit Korrelation oder Kausalität. Hellnasen, kommt an Bord! Wieder gehen. Und ich bin wieder in der Pilzzüchtergilde, also. Ja, Boltox, laufen! Brechen und laufen! Ja, so könnt ihr wieder an Bord eurer mondsilbernen Drachentöter treten und dann von den Schienakeln gezogen in Al-Anfa einlaufen. Wie ein schwarzes Ungetüm erhebt sich der Wisra über die goldene Bucht, die im Licht der Nachmittagssonne tiefblau leuchtet. Bereits aus der Ferne konntet ihr die Häuser der Stadt erkennen, Hütten, Türme, Paläste, weiß getüncht an den Hängen des Vulkans emporklettern, die sich auf mehreren Enden Terrassen über dem Meer erhebt. Sanft schaukelt euer Schiff in den Dünungen, während es Kurs in Richtung der Hafeneinfahrt nimmt. Hoch über euch ragt der Rabenfelsen in den Himmel, das Abbild Golgaris an der Stelle, wo sich einst der Bote Borons auf der Klippen des Silberberges niedergelassen haben soll. Nur erahnen kann man dahinter die Stadt des Schweigens. Dann passiert euer Schiff bereits die Hafeneinfahrt unter der drohenden Feuerschale des Kolosses und ihr seid am Ziel. Vor euch liegt Al-Anfa, die schwarze Perle, die Pestbeule des Südens mit all ihrer Schönheit und Unberechenbarkeit. Der Hafen ist gewaltig laut. Könnt Sie sehen, noch mehr Sklaven, noch mehr Beamte, noch mehr Händler und noch mehr Söldner. Und so werdet ihr gezogen an einen der Kais, an einen der Stege. Könnt Sie sehen, die Vielfältigkeit, die euch auch so schon aus Kunchom schon bekannt ist, aber das bunte Gemisch, die Bewohner, die schmalen Stiegen, die hier zwischen den Terrassen nach oben führen, die Treppen, die Straßen, die Gassen, die Märkte. Und ihr könnt Söldnerinnen sehen mit gefiederten Helmen, Arena-Besucher, die laut irgendwelche Wetten abschließen. Teilweise könnt ihr auch noch sehen, wie sie dann mit irgendwelchen Kärtchen herumhantieren, die sich unterschreiben lassen von irgendwelchen anderen Gladiatoren. Ihr könnt noch sehen, wie irgendwie ein Gladiator da auf einer Bühne steht und dann diskutiert, wie er da seinen anderen Gegenüber dann besiegt hat. Er ist einfach nur laut und tönt. Ihr könnt noch hellhäutige Sklavenjäger erkennen. Questadores mit irgendwelchen Stahlhelmen, wie sie dann ausziehen. Aber mir erinnert sich dann als an den ersten
auszog, als er dann damals Rafim kennengelernt hat. Ihr könnt Novadis erkennen, Waldmenschen mit Pferdeschwänzen oder mit einer Scheitelbürste. Ihr könnt Schweinehirten erkennen, die dann ihre Seelenpferkliche von dem einen Punkt zu dem anderen Punkt bringen. Den gewaltig großen Effa-Tempel, den Praios-Tempel, die richtig große Arena, die dann auch hinter den anderen Terrassen und Häusern hochragt und viele weitere an Gebäuden mit irgendwelchen Funktionen, riesige Ballen, die dann geladen, beladen werden, Lastkräne, Kokosnusspflücker. Ihr könnt ja das ganze Chaos gar nicht richtig aufsaugen. Marktschreier, die dann jetzt schon versuchen, euch, während ihr auf dem Schiff noch steht, etwas herunterzureichen. Ihr könnt Musik hören, die dann aber kakophonisch verzerrt wird. Und ein ekelhaftes Gurgeln, was in der Gasse neben euch entleert wird und dann in den Hafen reinfließt. Eine wahr bezaubernde Stadt, nicht wahr? Sie hat sich in all den Jahren nicht verändert. Erste Mal, dass ich hier in den Frachthafen einlaufe. Ich muss sagen, der Kriegshafen gefällt mir doch um einiges besser. Bezaubernd ist nicht ganz das Wort, das mir einfallen würde. Ja, überwältigend, findet ihr nicht? Dieser Trubel und diese Farben, dieses leuchtende Grün im Kontrast zu dem Schwarz. Diese Stadt ist wahrhaft einzigartig. Im nicht maraskanischen Sinne, hoffe ich. Majestätisch, genau. Nun ja, dieses Wort würde ich vielleicht nicht verwenden, aber es ist sehr einprägsam. Ja, solange Licht herrscht, ist auf den Straßen der Landfass immer etwas los. Oh, seht ihr da vorne, da ist gleich die Arena. Oh, wunderschön. Ist Geldwechsel, sie nicht ein... Geldwechsel, tauscht eure Dukaten gegen Dublonen. Tauscht eure Dukaten gegen Dublonen. Oh, das sollten wir vielleicht tatsächlich machen. Ich denke, wir sollten nicht. Aber hier am Hafen, ich weiß nicht. Also... Vermutlich nimmt dieser Wechsel uns aus. Ob ja, Gold ist Gold, wir werden die Dukaten sicherlich auch so los. Ja. Vielleicht sollten wir einen Bankross aufsuchen. Habt ihr ein... Konto bei der Nordlandbank? Aber selbstverständlich. Habt ihr das nicht? Wenn dieser dämliche Gräuel die Papiere nicht vertauscht hat?